Jahrelang war Diana Burnwood mein Handler innerhalb der Agency. Sie lieferte Informationen und stand für Diskretion. Und ich für Perfektion. Wir haben uns vertraut. Dann, am 10. August, zwang Diana die Agency in die Knie. Sie löschte alle Konten, kappte alle Kommunikationswege, ließ die Agenten auffliegen und nutzte das Chaos, um unterzutauchen. Nun hat die neu formierte Agency sie aufgespürt und mir den Auftrag erteilt. Eines Tages werde ich das alles vergessen haben. Aber bis dahin mache ich meinen Job. Diana, sie redet ständig von ihm. Von ihrer ersten Zusammenarbeit zum Beispiel. Die Geschichten mag ich am liebsten. Hitman-Spiel. Diana, sie redet ständig von ihm. Entschuldigung. Von ihrer ersten Zusammenarbeit zum Beispiel. Die Geschichten mag ich am liebsten. Manchmal wäre ich gerne wie er. Ich weiß, dass er schlimme Dinge tut. Richtig schlimme sogar. Aber ich denke, man kann gut und böse gleichzeitig sein. Bestimmt. Wenn er etwas tut, um jemandem zu helfen, ist das doch gut, oder nicht? Oh, das war schon. Ja, okay. Ja, und damit herzlich willkommen zu Hitman Absolution, dem vierten Teil von der Hitman-Saga. Ja, und man sieht schon, die Grafik ist doch, hat einen sehr weiten Sprung nach oben gemacht. Ich muss zugeben, ich habe das Spiel schon einige Male gespielt. Das heißt, das werde ich jetzt halt nicht unbedingt blind spielen. Ich werde natürlich versuchen, nicht wirklich zu spoilern. Ich denke, das werde ich auch relativ gut hinkriegen. Nur weil ich es häufiger gespielt habe, heißt es allerdings nicht, dass ich das jetzt als Walkthrough machen will. Um Gottes Willen. Das wird wahrscheinlich trotzdem nicht hinhauen. Ja, aber nicht lang schnacken. Los geht's. Neues Spiel. So. Wir machen, denke ich mal, wieder normal. Kann ich wieder nur 7-mal speichern? Gibt's nicht. Profi, um Gottes... Oh, Profi kann ich noch nicht mal. Hä? Ich komme noch nicht mal... Achso, ich muss wahrscheinlich anklicken. Was ist denn Purist? Keine Hilfe, keine Anleitung, kein Interface. Nur ein Fadenkreuz. Reicht doch. Okay. Ich hab's vielleicht schon einige Male durchgespielt, aber es ist jetzt auch schon wieder Ewigkeiten her. Und das Let's Play möchte ich ja nicht in die Länge ziehen, deswegen machen wir mal lieber normal. Hör mir zu. Du musst jetzt ganz tapfer sein. Ein Mann wird kommen und dich holen. Ich kann nicht mitkommen. Es muss so sein. Dieser Mann ist anders. Er wird dich beschützen. Beurteile ihn nicht danach, was er tun wird. Tut mir leid. Vielleicht wirst du es eines Tages verstehen.
47? Hier ist Benjamin Travis. Wir haben das Geld jetzt überwiesen. Willkommen in Chicago. Es freut mich, dass Sie die Sache übernehmen, 47. So etwas ist nie leicht, aber Diana Burnwoods Verrat muss bestraft werden. Ich würde ja ein Team schicken, aber für diesen Job braucht man ein Skalpell, keinen Hammer. Sie müssen nichts erklären. In Ordnung. Viel Glück, 47. Sir. Ja, es ist ein Eiswagen. Ja, ich weiß. Ich schicke ihn weg. Hey, verschwinden Sie. Wir brauchen nichts. Was ist mit Ihrem Partner? Welcher Partner? Ah! Werden wichtige Spielelemente markiert. Regel Nummer 1: Töten Sie diskret und lassen Sie sich nicht erwischen. Das ist gut. Sehen wir uns jetzt die Oberfläche an. Oh, der blaue Balken links unten zeigt Ihre Gesundheit an. Daneben sehen Sie Ihr Radar. Benutzen Sie es, um Gegner, Ziele und Ausgänge im Auge zu behalten. Aha. In der unteren rechten Ecke sehen Sie, welche Waffe Sie ausgewählt haben und ob sie zu sehen ist. Der gelbe Balken neben der Waffe zeigt den verfügbaren Instinkt an. Ist der Balken leer, können Sie keine Instinktfähigkeiten einsetzen. Komme ich da nicht rein? Gelände des Anwesens betreten. Okay. So, aber eine Sache will ich auf jeden Fall noch mal machen. So. Haha. Doch, also wir haben von der Grafik her doch einen relativ großen Sprung gemacht. Und er ist etwas älter geworden, der gute Junge. Huch. Notebook öffnen und Einsatzziele sehen. Ach, das ist jetzt F1, ja? Normalerweise... Laut ICA-Abteilungsleiter Benjamin Travis ist mein früherer Handler Diana Burnwood desertiert und hat wichtige Aktivposten der Agency mitgenommen. Sind die hier? Ein Mädchen namens Victoria. Nach Monaten im Untergrund wurde nun Dianas Versteck gefunden. Ein schwer bewachtes Anwesen am Lake Michigan. Mein Auftrag? Diana eliminieren und das Mädchen zurückbringen. Persönliche Anmerkung. Diana hat mir das Leben gerettet. Ihr Tod ist zwar gerechtfertigt, aber ich bin nicht stolz auf diesen Auftrag. Von jetzt an werde ich sie nur noch als Zielperson bezeichnen. Das ist nichts Persönliches. Also auf jeden Fall sollte er sich mal an den Text halten, das passt ja gar nicht. Anwesen betreten. Sich Zutritt über das Versteck der Haupttür zu verschaffen, ist wenig erfolgversprechend. Aber laut der vorliegenden Information gibt es einen zweiten Zugang über die Gärten. Erstmal gibt es hier anscheinend... Oh nee. Oh. Sie betreten einen abgesperrten Bereich. Wenn der Wachmann sie sieht, verhaftet er sie. Versuchen Sie also unbemerkt an ihm vorbeizuschlüpfen. Nähern Sie sich der Deckung vor ihm. In Deckung sind Sie für Ihre Gegner schlechter zu sehen. Hier könnte jeder einfach so reinmarschieren. Setzen Sie gefundene Gegenstände als Nahkampfwaffen ein oder lenken Sie Ihre Gegner damit ab. Werfen Sie den Schraubenschlüssel auf die Eimer, um die Wache abzulenken. Ausgezeichnet. Schlüpfen Sie vorbei, solange die Wache abgelenkt ist.
Was war denn? Wie verlasse ich den? Achso. Ich wollte sagen, wie verlasse ich denn die Deckung jetzt überhaupt? Ah. Moment, habe ich es jetzt. Oh. Wie kann ich den denn einstecken? F war es nicht. C? Nein! C war es nicht. X war es auch nicht. V? Nein. V war rechts, links. Okay. R? Nö. T? Q? Nein. Das heißt nur, drohend den Stein auf und abzunehmen. Muss ich mal ganz kurz gucken. So. Ach du Scheiße. Ja, ich entsehne mich, dass da viel dabei war. Wegstecken. Die Feststelltaste. Ach so. Ah, okay. Tatsächlich. Drücken Sie 1, um die Silver Baller aus. Wenn Sie zielen, erfassen Sie Zielpersonen in der Nähe. Zielen Sie auf den Kopf. Erhöhen Sie dann Ihre Präzision, indem Sie Ihre Waffe stabilisieren. Sauberer Kill. Juhu. Vergessen Sie nicht, die Leiche zu verstecken. Herumliegende Leichen alarmieren Ihre Feinde. Was? Stehe ich ja gar nicht. Ach, eh. Ach, na sowas. Guck mal hier. Loswerden. Die Leiche ist jetzt versteckt. Im Container ist noch Platz für eine weitere Leiche oder sie selbst. Oh, echt? Juhu, ich kann jetzt zwei. Sie haben einen Kontrollpunkt aktiviert. Wenn Sie sterben oder neu beginnen, starten Sie an dieser Position. Irgendwas muss Sie erschreckt haben. Schalten Sie den Wachmann vor Ihnen mit der Klavierseite aus. Schön. Wenn sie darauf besteht, ist das Ihre Entscheidung. Sauberer Kill. Mit der Klavierseite können Sie Ihr Opfer sofort wegschleifen. Uiui. Ja, ein bisschen kommen die Erinnerungen wieder, ja. Aber auch nur ganz langsam. Das Einzige, was ich hieran extrem gut finde... Der Container ist jetzt voll. Sie können keine weiteren Opfer mehr verstecken. Das kommt jetzt zwar noch nicht, aber man kann Gegner auch narkotisieren oder bewusstlos machen. Und das finde ich wesentlich angenehmer. Sauberer Kill. Vergessen Sie nicht, die Leiche zu verstecken. Ja. Herumliegende Leichen alarmieren Ihre Feinde. Ja, ist klar. Hier war's. Tschüss. Schlaf. Auf zu den Tennisbällen. Gute Nacht. So. Psst. War nicht hier. Die Kontrollpunkte sind übrigens kompletter Schwachsinn. Weil ich starte zwar von hier, aber alle Gegner sind wieder da. Das kann sehr blöd sein. Nein, Entschuldigung, das ist... Dank seiner Ausbildung entgeht Agent 47 in seiner Umgebung so gut wie nichts. Alles klar. Oh, und sei ganz normal, ja. Sehen Sie die Wachen, die überall im Garten verteilt sind? An der Murmel. Definitiv. Altmodisch. Wäscht seine schmutzige Wäsche nicht gern in der Öffentlichkeit. Ah, keine Sorge. Ich krieg das schon hin. Moment. Erstmal lieber hier hin. Tja, sie hat ihn angefleht, dass er sich helfen lässt. Aber er will mit niemandem darüber reden. Am allerwenigsten mit uns. Mann, 25 Jahre Kampferfahrung. Da denkst du, du bist immun und bam, erwischt es dich. Aus heiterem Himmel. Bist du überhaupt fit für einen Einsatz? Ablenkung, ein präziser Schuss oder die Klavierseite. Sie haben die Wahl. Burnwood,
Wer dreht seine Runde? Der geht da hoch. Ich krieg dich. So, erstmal schön aufräumen hier. Sah hier schon ein bisschen ordentlich aussehen, gell? So. Wo denn du? Oh. Gut. Die Flachpfeife hat das gar nicht gehört. Wo ist er denn? So, erstmal schön vorsichtig sein, gelle? Oh. Oh. Buch, ich will ein Buch. Kann ich wenigstens zwischendurch lesen. So, wo ist er denn? Da. Hui. Und er bleibt da. Okay. Bleib da, komm her. Bleib da, komm her. Hm. Oh. Was zum? Möglicher Eindringling. Seh mich mal um. Over. Doch nicht. Mensch. Wo kommt man denn da hin? Achso. Ihn hier. So. So, bewegt er sich? Hier ist Sex. Alles klar. Bis auf ein Stinktier. Sex. Perversling.